Heiko Schöning, Humanmediziner. Bitte etwas Abstand. Nochmal, ich möchte bitte zu meinem Patienten Markus Heinz durch. Nochmal, ich möchte bitte zu meinem Patienten Markus Heinz durch. Können Sie mir bitte erklären, mit welchem Recht ich nicht zu meinem Patienten darf? Sie ist die Notfallschleuse. Wir sind friedlich und wir wollen einfach nur raus. Wir wollen einfach nur unseren Weg fortsetzen. Jeder für sich. So, Nummer 2, Versammlung. 1-1, wir sind immer noch nicht durch. Das müssen Sie wissen. Sie verhalten sich auch rechtswidrig und das wird strafbar. Ich ziehe der Mediziner nicht aus. Sie können das wissen. Sie können das wissen. Gehen Sie es bitte weiter an den Verantwortlichen. Wenden Sie sich bitte um für die Nummer. Wenden Sie sich bitte um. Wenden Sie sich bitte um, damit ich die Nummer habe. Wenden Sie Ihre Nummer. Eingearbeitet. So, Heiko Schöning von den Ärzten für Aufklärung und Kirsten, die Anmelderin der Kundgebung. Dürfte ich bitte den Einsatzleiter sprechen? Sie sind der Einsatzleiter, stimmt's? Nee. Entschuldigung, Sie sind offensichtlich Ihren Vorgesetzter. Sie tragen keinen Helm. Ich bin Arzt des Verhafteten. Ich würde gerne zu meinem Patienten kommen. Sie wissen, dass wir die Versammlung beendet haben. Das heißt, Sie haben kein Recht, uns festzuhalten. Alles gut, Anni. Kirsten, wie geht es dir? Gut, alles bestens. Ich zähle darauf, dass die Polizei Ehre im Leib hat. Ja? So, da Sie kein Namensschild tragen müssen, muss ich Sie mit Herrn BE 25200 ansprechen. Nochmal. Ich versuche Ihnen zu antworten, aber ich habe zeitgleich noch Funk. Okay. Ja? Habe ich Verständnis für, gar kein Problem. Ich möchte gerne zu meinem Patienten durch, der gerade dort in Gewahrsam genommen wird. Er braucht ärztliche Hilfe. Okay. Sein Name ist Markus Heinz, meiner ist Heike Schöning. Danke, dass Sie das verstanden haben. Ich warte. Ich glaube, Friederike braucht viel eher medizinische Hilfe. Friederike. Ja, alle hier haben Corona. Alle hier haben Corona. Magst du mal kurz mitkommen? Jetzt, wo es so weit ist, dass der Rettungswagen sogar kommen musste, bin ich jetzt nach der ganzen Verzögerung erst durchgelassen worden. Bitte? Hier, danke schön. Ja, der Abgeordnete Andreas. Ich habe darum gebeten, als Mitglied des Innenausschusses bei dem Rechtsanwalt Markus Heinz anwesend. Aber bisher wurde mir das nicht bewilligt, wurde ein Vorgesetzter darüber informiert. Also wann wurden zum letzten Mal Rechtsanwälte festgenommen? Das ist also in der Bundesrepublik. Ja, aber vorher, glaube ich. Ja. Selbst in der DDR war das. Jawohl, aber wir haben nicht weggekommen. Außerdem, das wird später. Menschenkette, dass wir den Polizeiwagen aufhalten können. Lass den Mann frei! Lass den Mann frei! Lass ihn 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 frei! Lass ihn
frei! Lass die 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 frei! So, Heiko Schöning, Arzt und Andreas. Weg vom Fahrzeug hier! Lass die frei! Gut, so dass du es gesagt hast. Lass die frei! Lass die frei! Lass die frei! Pass mir an die Hand. Lass die frei! Lass die frei! So, die 25. EHU sichert die Wanne. Lass die frei! Lass die frei! Entscheidet euch! Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten! Keine Gewalt! Mit euch bin ich sicher, ihr schützt uns, ihr könnt hoffen. Unglaublich! Warum genau so ein Anwalt? Warum wollt ihr unseren Anwalt? Warum wollt ihr unseren Anwalt? Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Der beschützt genauso eure Kinder! Das ist doch völlig unrechtlich! Vorne! Hier, in die Richtung Gewalt anwenden! Was soll das? Alter, du? Was soll das? 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 Ja, wo fangen wir unseren Anwalt? Deswegen immer zusammenbleiben, Andi. Mörder und Faschisten! Deutsche Polizisten! Deutsche Polizisten! Mörder und Faschisten! Deutsche Polizisten! Er setzt sich ein für Markus. Ne? Er setzt sich ein. Ja, weg jetzt! Ey, was soll das? Ja, was soll das? Polizei ist ASS! Deutsche Polizisten! Mörder und Faschisten! Achtet, das muss hinter mir sein, dass ich rückwärts laufe. Schande über euch! In diesem Fahrzeug befindeten sich Rechtsanwalt Markus Heinz und Friederike. In diesem Auto mit dem Kennzeichen B31796 befinden sich Markus Heinz und Friederike. Was machst du hier gerade? Ich möchte nicht, dass dieses Fahrzeug weiterfährt. Warum möchtest Weil du nicht, Markus dass Markus Heinz darin inhaftiert ist? Einer hinter das Fahrzeug! Dann musst du mich überfahren! Dann musst du mich überfahren! Hör auf zu fahren! Wir klären das erst! Hör auf! Verdammt nochmal! Wir klären das erst! Der liegt runter! Da muss ich mich doch holen! Das muss man anders klären! Der ist vor allem bereit. Also er hat uns gesagt, er wolle nicht, dass das Fahrzeug abfahre, weil sich in dem Fahrzeug Markus Heinz und Friederike befinde. Das war seine Auskunft. Wir wissen, dass er aus Bayern kommt.
und öfters mit Markus Heinz unterwegs ist. Die Menschen klatschen, es gibt Beifall. Komm bitte. Da haben sie einen Doppelgänger. Was hast du davon? Komm doch mal zu uns. Damit hilfst du ihnen. Das macht es so schlimmer. Ja, ihr macht davon. Da kannst du die Rechte weichen. Ja. Was nimmst du? Ja, aber der Rechte ist oder nicht? Ich muss die Woche eingeladen. Also ein, was ist gerade geschehen? Ein Mensch mit Querdenken-T-Shirt hat den Bodyguard von Markus Heinz aufgefordert, vom Auto wegzugehen. Das spricht genauso wie für deine Kinder, falls du welche noch nicht hast, für deine Eltern. Das spricht für das ganze Volk und jedes Wort, was er sagt, ist wahr. Nein, überhaupt nicht. Alles besser. Okay, kannst du dir mal sagen, mein Lieber, was passiert ist? In dem Auto sitzt Markus Heinz. Ich möchte nicht, dass Markus Heinz von der Polizei weggebracht wird. Ende der Geschichte. Du hast dich wie ein Löwe vor das Auto gestellt. Dankeschön. Und warst du bereit, bis zum Ende durchzuhalten? Ich glaube nicht, dass er vorgefahren wäre. Ja. Sehr viele von hier. Ja. Sehr viele sind wir dafür bereit. Weil ich habe keine Angst vor heute, von morgen, sondern von übermorgen, das, was wir mit uns vorhaben. Ich weiß es wirklich nicht. Weil wir bräuchten jetzt jemanden, der hier. Ich würde nochmal rausgehen. Ich kann dir geben. Jetzt mal Stopp.